Ich bin durch dieses Keramikmuseum gelaufen mit der Direktorin Daniela Antonin, die eine so faszinierende Art hat, von diesen Dingen zu sprechen, mit einer solchen Begeisterung, und hat mir die Sammlung gezeigt, 10.000 Jahre Keramik. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass auch diese Keramik Zeiten und Räume widerspiegelt. Das, was ich versuche auf Reisen zu machen und beziehungsweise bei meiner Bildbearbeitung nachreisen, das passiert auch in diesem Museum. Das passte irgendwie gut zusammen. Ich habe dann gemeinsam mit Daniela Antonin die Idee gehabt, meine Reisebilder mit den Keramiken der Sammlung zu konfrontieren sozusagen. Und das war eigentlich dann so ein begeisterter, kreativer Prozess, der sich mit der Zeit so ergeben hat. Und das ist das Ergebnis jetzt hier, diese Ausstellung. Die Keramiken, das geht über tausende von Jahren. Meine Bilder, ich bin ja noch nicht so alt, insofern etwas weniger, kann man sagen, geringfügig. Die ältesten Bilder hier in der Ausstellung, wir sind von 1989, das sind die Türkei-Bilder. Die sind eben auch jetzt schon über 30 Jahre alt. Auf vielen Arbeiten sind ja auch Keramiken zu sehen, die hier aus der Sammlung des Hethiens-Museums stammen, die Dieter Nuhr wirklich ganz persönlich nach seinen eigenen ästhetischen Gesichtspunkten ausgewählt hat und die dann hier eben auch in seinen Werken verarbeitet worden sind. Diese Art und Weise, ein neues Medium für eine Ausstellung heranzuziehen und dadurch eben auch neue Besuchergruppen anzusprechen, hat auch in der Vergangenheit schon sehr gut funktioniert. Und ich denke, dass es jetzt mit den Fotografien von Dieter Nuhr auch so sein wird, dass man eben neue Besuchergruppen ins Museum holen kann, die das Museum vielleicht vorher noch gar nicht gekannt haben und auf diese Art und Weise dann auch auf die ständige Sammlung und auf die Dauerausstellung aufmerksam werden.